Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banisher Ghost of New Eden, wo wir aufgehört haben, letztes Mal am Strand. Und wo wir uns jetzt ein bisschen umgucken werden. Weil umgucken ist wichtig und richtig, vielleicht kann man ja irgendwas looten, ne? Das tue ich gerne. Sachen looten. Nachdem der Albtraum uns ja ganz schön die Fresse poliert hat. Und unsere Geliebte getötet hat. Müssen wir jetzt ja ein bisschen Mut wieder fassen. Aber ich kann hier nicht... Kann ich ins Wasser? Okay. Looten. Jetzt ist eigentlich gerade nur ein reines Vorwärtslaufen. Aber das tun wir dann auch mal. So. Verdammt. Was mache ich hier? Das ist eine gute Frage, Red. Zügiger Pfad. Da ist was. Da ist Loot. Gutes Pyrit. Können wir hier hoch? Nee, ne? Nee, da müssen wir woanders lang. Glaube ich. Nicht, dass ich jetzt wüsste, dass man da hochkommt. Nee. Okay, das Spiel lässt mich da nicht hoch. Das Spiel will noch nicht, dass ich da hochgehe. Und die ganzen Pflanzen mit. Zack, zack, zack. Das ist auch ganz wichtig. Okay. Oh, Wölfe. Hallo. Hey, nicht jetzt, Kumpel. Toll. Gott. Bedrohungsanzeige. Die verschiedenen Farben zeigen unterschiedliche Verhaltensweise der Gegner, der dich im Nahkampf angreifen will. Im Anflug befeindliches Geschoss. Geist, der deinen Leichnam übernehmen will. Lass mich hin. Kommt schon, ihr Wolfgesindel. Okay. Hammer. Oh, da kommt noch einer. Boah, zack, reingeflitzt. Was zum Teufel mache ich hier? Level 2. So, nochmal ordentlich Loot. Dem Wolf geht's auch nicht mehr so gut. Uiuiui, der tanzt. So, der streckt die Beine aus. Was haben wir denn? Level 2. Nix weiter. Okay. Das sieht so episch und geil aus, muss ich sagen. Einfach alles mitnehmen. Bin ich die letzte verdammte lebende Seele hier? Ganzen Loot mitnehmen. Eine Truhe. Zunderpilz. Okay, okay. Moment. Also ich dachte, ich kann die Lampe jetzt mitnehmen. Aber sieht nicht so aus. Dann klettern wir mal hinauf. Aufi. Ach, Kacke. Hui, Junge, beruhig dich. Ich hab dich gewarnt. Uah. Oh. Aua, scheiße. Oh lol, hat der sich weggedodged? Das sind aber keine normalen Wölfe. Das sind keine normalen Wölfe. Zack. Verdammte Axt.
Was passiert hier? Was? Anthea? Was? Das wäre natürlich jetzt ganz komisch. Mal den ganzen Loot hier mitnehmen. Warte mal, wir klettern erstmal hier hoch. Wollen wir nachher darüber gehen? Den ganzen. Ja, natürlich. Weg mit dir. Okay. Dann haben wir noch den ganzen Kram hier. Zack, zack. Okay. Leder gibt es hier auch ohne Ende. Kletter mal wieder runter. Dachte vielleicht, dass man jetzt irgendwie das benutzen kann. Um da runter zu kommen, wo das eine blaue, das eine orange Ding da ist. Okay. Hallo? Anthea? Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. Das ist gar nicht gut. Anthea! Ruf mich zu dir! Wo bin ich hier? Wo bin ich? Mein Liebling, es tut mir so leid. So unendlich leid. Oh, weia. Nichts vergessen zu looten. Alles wichtig, alles mitnehmen. Ich bin hier! Führ mich zu dir! Mythische Höhle. Ah, Kacke. Oh, Junge. Zack. Hier. Anthea, bist du da? Hier! Liebste, ich bin hier! Du bist es. Ich hab dich. Du hast mich. Komm her. Nein, geh nicht weg. Ich bin hier. Folg mir. Okay. Das ist, Wo gehst du hin? Bisschen da, krass. Da. Ein bisschen krass. Du solltest wissen. Ich bin hier. Wo bist du? Du solltest wissen, was? Wo sie hin? Okay.
Okay. Du wirkst schwach. Brauchst du Ruhe? Ich bin völlig leer. Mach dir keine Sorgen. Wie kann ich das nicht? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, nur um dich dann wiederzufinden. Und du hast Hunger. So könnte man es wohl ausdrücken, ja. Was kann ich tun? Die Bibel von Charles. Die Kette, die seinen Geist gebunden hat. Es befindet sich etwas Essenz darauf. Für den Moment wird es mir genügen. Sieh dich an. Sieh uns an. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du hier bist. Wieder zurück. Wirklich. Die Lebenden sollten nichts mit den Toten zu schaffen haben. Das weiß ich seit meiner Kindheit und musste viel Lehrgeld dafür bezahlen. Das hast du mir nie erzählt. Was ist passiert? Das war vor einer halben Ewigkeit. Momentan spielt es aber keine Rolle. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Und etwas ausführlicher? Wütend, frustriert, nutzlos. Wir sollten darüber reden, was passiert ist. Nach dem Gemeindezentrum, meine ich. An was kannst du dich nach deinem Tod erinnern? Ich erinnere mich daran, wie plötzlich ich gestorben bin. Ansonsten nichts. Danach folgte Leere, Zeitlosigkeit, Hilflosigkeit. Dann hörte ich dich. Du hast meinen Namen gerufen. Und ich habe nach einem Weg zurückgesucht. Ich wachte in einer Höhle auf. Eine junge Frau namens Sika hatte mich gerettet. Eine Hexe in Ausbildung. Das erzählte sie mir voller Stolz. Ihre Herrin hat ihr aufgetragen, mich zu versorgen. Hexen zeigen sich nur selten. Interessant, dass uns eine geholfen hat. Ich finde, wir sollten nach New Edentown zurückkehren. Das finde ich auch. Um mich zu befreien, müssen wir meinen Körper befreien, glaube ich. Ich lehne es ab, so zu sein. Ich kann es nicht ertragen. Es tut mir so unendlich leid, Liebste. Wie kann ich helfen? Ich bin ein Geist. Du ein Verbanner. Ich werde dich nicht verbannen. Das kann ich nicht. Anthea, ich habe dich sterben sehen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn ich es wollte, hättest du gar keine andere Wahl. Aber es ist nicht, was du willst, oder? Nicht bevor ich Rache genommen habe. Nicht bevor der Nachtmahr besiegt ist. Von dir und mir. In der Schule hast du noch gescherzt, mich wiederbeleben zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ja, mit dem Ritual der einfachen Wiedergeburt. Es ist äußerst kompliziert und sehr gefährlich. Aber ich könnte es versuchen, oder? Du könntest es mir beibringen und ich könnte dich wiederbeleben. Red, das ist ein altes Ritual.
Es erfordert viel Macht und Essenz. Jede Menge Essenz. Wir reden hier von Menschenopfern. Von Mord. Vielleicht könnten wir es dennoch in Betracht ziehen. Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dich zurückzubringen, würde ich sie ergreifen. Es ist ein finsteres Ritual, Red. Es führt einen in Versuchung. Und wenn ich daran denke, dich wieder zu umarmen, bin ich auch versucht. Könnte ich dich aufsteigen lassen? Das wäre die unkomplizierteste Lösung, aber nicht die einfachste. Warum? Mein Körper ist meine Fessel. Und der gehört dem Nachtmahr. Im Gemeindezentrum, bevor er mich fallen ließ, hat er mich geradezu aufgefordert, zurückzukommen. Er ist so hinterlistig wie mächtig. Und wird hier nicht so einfach rausrücken. Was sollen wir dann tun? Wenn wir nach New Eden Town zurückkehren wollen, müssen wir zunächst mehr über unseren Feind in Erfahrung bringen. Charles meinte, dass Nachtmahre nicht ohne guten Grund in Erscheinung treten. Ja. Wir müssen ein Rätsel lösen, Hexen treffen, Menschen suchen und Fragen stellen. Und dann werde ich diese Welt mit deiner Hilfe verlassen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir, Liebste. Ruh dich aus. Du hast es nötig. Ich bleibe in der Nähe. So, Spektralsicht. Antea kann Red ermöglichen, die Welt von der anderen Seite des Schleiers auszusehen. Detailerische Elemente wie Spektralspuren oder Spektralnetze aufzudecken. Okay. Das ist natürlich gut. Schnelleres Verbannen. Aufgeladene Angriffe hinterlassen einen psychischen Schaden. Da. Jeder Gegner, der leichten Angriff. Jeder Gegner, der einen mit leichten Angriff getroffen hat, entfernt den Schaden von leichten Angriffen um 10. Dieser Effekt ist stapelbar. Okay. Bessere deine Ausrüstung. Unterschlüpfe erlauben es dir, deine Ausrüstung über das Inventarmenü zu verbessern. Säbel und Feuerbann. Verbessere deine Ausrüstung. Verbessere deine Ressourcen, um mehr Bonis zu erhalten. Dies kostet jedoch Ressourcen. Du kannst das Herstellungsmenü aufrufen, indem du einen Ausrüstungsplatz anklickst und drückst. Okay. Bannring. Reds erster Bannring. Okay, okay. Alles klar. Kostet mich 5 Lila Hyazinthen. Okay. Gut. Haben wir jetzt 4 Stück. Kostet mich Kerbel und Leder. Okay. Weiß ich Bescheid. Amulett, Brosche, Gewehr, alles noch nicht freigeschalten. Armband. Okay. Dann Entwicklung. Haben wir schon gerade gemacht. Dann sind wir fertig. Okay. Ausgang suchen. Natürlich erstmal alles wieder looten. Auf nach New Eden, wo immer es auch liegt. Wir werden Vorräte brauchen und Geld für das Nötigste. Wir schaffen das. Zusammen. Ja. Was zum Teufel ist dir passiert?
Bei unserer Erkundungsmission in diesem neuen Land, in dem wir zu vielen Jahren ankamen, stießen Angarad und ich auf einen neuen Ort, einen ganz besonderen Ort, eine Höhle versteckt hinter einem Wasserfall, wo sie niemanden vermuten würden. Ein befremdliches Gefühl der Leichtigkeit führt uns hier, als wäre ein Schleier zwischen Lebendreich und Totenreich dort dünn wie erstklassig französische Seide aus der Kammer. Stimmt, die Macht der Andersseits dieser Ort würde sich sicher gut für experimentelle Rituale eignen. War unser erster Gedanke, die Höhle war größer, als wir zunächst angenommen hatten und bestanden aus mehreren kleinen Bereichen. Angara und ich fassen den Entschluss, den jungen Shaley auf unsere nächsten Erkundungsmission mitzunehmen. Ein angenehmer Junge, bei völlig talentfrei, doch sein Vater bestand darauf, dass wir von erfahrenen Kultisten lernen sollten. Wir waren freudig überrascht, als wir entdeckten, dass die Pilze, die wir zu unserer Reihe brauchten, an den Höhlenwänden wuchsen. Wir machten es sogleich daran, sie zu sammeln, weil ich bereits die Symbole zeichnete und das Ritual vorbereite. Wir fühlten, wie unsere Kräfte um Zehnfaches anstieg. Eine Seite fehlt. Die Höhle ist gigantisch und voller Gefahren. Ich vernahm ein Wispern in der Dunkelheit. Etwas beobachtet uns. Weder Belton noch Shelley können das Wispern hören, behaupten sie. Zumindest doch etwas verbirgt sich hier. Ich bin mir sicher. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist das Fieber, an dem ich vor einigen Wochen litt, noch nicht vollständig abgeklungen. Letzte Nacht erwischte ich den jungen Shelley dabei, wie er uns im Schlaf beobachtete und selbstgespürig führte. Es war ein unheimliches Ereignis. Keine Leichen. Vielleicht haben die Wölfe sie sich geholt. Siehst du nicht die Zeichen an der Wand? Nein. Nimm meine Hand. Ich möchte etwas probieren. Verdammte Dämonologen und ihre schäbigen Rituale. Okay. Oh. Machen unsere Verbannerringe das möglich? Sie helfen uns, das Totenreich mit dem Lebendreich zu verbinden. Scheinbar gebe ich das, was ich sehe, durch diese Verbindung weiter. Okay. Stehen diese Netze aus Spektralspuren? Warte. Spektralnetz. Drücke X, um Spektralnetz zu entfernen, verhülle Objekte, Orte zu enthüllen. Die Dinge, die uns all die Jahre entgangen sein müssen. Die Toten verbergen mehr vor den Lebenden, als wir dachten. Das wird hilfreich sein. Ausrüstung des Ökotisten. So, wo ist das jetzt? Sieht ich da nichts, ne? Etwas ist hier. Im Verborgenen. Ah. Da ist die Truhe. Spektralstaub in der Kiste. Interessant. Oh shit. Aua. Ja, sie bringt. Wir können sie gemeinsam bekämpfen. Aua. Ein Kampf. Drücke, um einen Schlaganfall auszuführen, um mehr Schaden an den besessenen Leichen zu verursachen. Enteras Angriff kosten Geistpunkte. Diese werden durch Reds Angriffe wiederhergestellt. Sie werden aggressiver. Oh shit. Wir müssen kurz wechseln. Wir müssen aus der Gestalt rausholen. Junge. Die nehmen mich auf den Sack. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dank dir. Ich war keine große Hilfe. Doch, das warst du. Wirklich. Und dir geht es auch bald wieder gut. Alles wird besser. Wir looten mal den ganzen Shit. Und müssen halt noch schauen, was uns so erwartet. Auf jeden Fall, das eine Symbol hat dann
Dings gezeigt. Leute, die besessen sind. Warte mal. Hier geht's raus wahrscheinlich, ne? Ja, hier geht's aus der Höhle. Das heißt, wir gucken nochmal hier runter. Weil da scheint nochmal Loot zu sein. Was ist in der Nähe? Bereit für den Einsatz. So, wo ist denn was? Wahrscheinlich oben, oder? Ne, hier oben gehen die Kräfte weg. Noch eine Truhe. Ah, das ist die Ausrüstung. Spirituelle Halskette. Aufrüsten. Gerade direkt angezogen, okay. Jetzt gehe ich nochmal runter und guck nochmal, ob er da nochmal sagt, ja, da ist was. Weil das wird mich ja immer interessieren. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Da. Auf meiner Brust liegt ein schwerer Last. Die Höhlendecke ist so weit oben, dass man sie kaum erkennen kann. Ein ungewohntes Gefühl. Ich werde die Tiefen erkunden. Angarde ist dagegen. Ich fürchte, in die Ritze zu fallen oder anderweitig ums Leben zu kommen. Ich habe ihm versichert, dass ich ein erfahrener Höhlenforscher bin, wie mein Vater vor mir. Shelly möchte mich sich mir anschließen. Ich traue dem Jungen nicht. Mir gefällt nicht, wie er mich ansieht. Er möchte die Tiefen folgen, aber etwas in mir schreit für mich an, ihn nicht mitzunehmen. Ich bin krank, meine Organe brennen, mein Blut vertrocknet, ich werde sterben. Das ist der Preis des Wissens, wie wir Okkultisten sagen, pflegen. Aber ich bereue es. Hätte ich es gewusst, welche Qualen uns erwarten, hätte ich sie alle schnell hinausgeführt, sie unter den eiskalten Wasserfall gestellt und dann die Beine in die Hand genommen und versucht, nie wieder in diese Höhle zu denken. Mögen die dämonischen Ausströmungen unser Ritual sie alle mit in die Hölle reißen. Letztendlich haben sie immer irgendwas mit schwarzer Magie zu tun. Immer. Okay. Okay, also hat er hier Oberbösewichte beschworen und die sind aus der Höhle schon geflüchtet. Alright, alright. Klettern wir noch hoch. Das aus der Höhle noch schaffen. Und da sind wir raus. So. Dann speichern wir. Und ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut ihr rein. Und tschüss.